Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Video von mir. Diesmal B-Side auf Mirage. Ich werde euch zwei Taktiken zeigen. Einmal eine ganz normale B-Apps Rush-Taktik, die man sehr gut spielen kann, weil man Ecos hat. Man kauft sich zwei, drei Granaten und kann die dann ganz normal ausführen. Das andere, was ich euch zeigen werde, ist ein Split über Short, dann auf Catwalk und dann werde ich euch zeigen, wie ihr da am besten noch was machen könnt. Ich zeige euch zwei Smokes, die ihr nutzen solltet, die euch eigentlich sehr, sehr viel bringen. Die eine Smoke ist dafür da, Short abzusmoken, und die andere ist dafür da, vor Forest zu Kitchen Door, den Bereich zuzusmoken. Und ja, wir fangen mit der ersten Smoke an. Die erste Smoke ist recht simpel. Ihr stellt euch an diese Wand. Habe ich, glaube ich, auch mein Smoke-Tutorial gemacht. Geht hier in die Mitte, geht dann hier auf diesen Balken und lasst einfach die Granate fallen. Dann seht ihr schon, sie ploppt hier unten durch. Und macht euch diesen Bereich weg. Vorteil ist, man kann hier mit AWP noch durchgucken. Aber ihr habt auf jeden Fall den Bereich gedeckt. Und jetzt ist meine Katze hier wieder am Abgehen. Okay, jetzt ist sie wohl gerade hingefallen oder so. Nicht so das schlauste Tierchen. Ja, gehen wir weiter. Die zweite Smoke für Short. Ganz, ganz simpel. Ihr stellt euch hier an den Balken. Guckt an dieses mittlere Ding. Springt und werft hoch. Und dann seht ihr schon, sie ploppt oben gegen eine Skybox, die in der Luft ist. Fällt runter und smoket euch Short zu. So dass ihr keine Probleme habt, von Short zu gehen. Der Vorteil bei der Nade ist, und man kann die auch noch weiter hinten werfen, dass sie da hinten ist, aber der Vorteil hier ist einfach, dass sehr häufig, also eigentlich immer, ist ein B-Spieler auf der CT-Seite, steht er hier. Hundertprozentig irgendwie hier. Hier steht immer ein und dadurch blockt man ihn halt weg und man kann dann zum Beispiel einen zurücklassen. Das heißt, wenn man die oben durchpusht, lässt man einfach einen stehen, der sich dann wirklich nur konzentriert, hier hin zu aimen, und er kann hier nichts durchsehen, weil da gesmoked ist, und er muss dann hier rumziehen und man kann ihn dann ganz einfach niedersprayen. Der andere B-Spieler ist meistens ein Side-Spieler, also sprich Forest oder auf Side drauf. Es gibt aber auch ein paar Leute, die in der AWP-Runde dann zum Beispiel von hier decken oder von hier decken, und dafür ist halt diese Smoke, dass man einfach einen Rush hat und die Kitchen-Leute nicht direkt wegholen können, sondern erst rauspushen müssen, damit sie euch töten können. Und das ist eigentlich schon die erste Taktik. Ich zeige euch das jetzt mal einfach nochmal kurz. Alle Smokes, zack, hoch, schmeißen, an den Perler, zack. Dann könnt ihr in Verbindung natürlich immer einfach irgendwelche Flashes rüberwerfen, das ist scheißegal, die Flashes gehen dann hoch. Ich habe gerade FPS-Drops. Waren sie hier da? Da ist die Smoke. Da ist die Smoke. Und man hat da oben, dadurch, dass man noch eine Flash geworfen hat, den Spot blind. Kann natürlich dann nochmal nachflashen. Was man auch sehr gut machen kann, ist eine Flash hier gegen werfen. Die geht nämlich dann da unten auf und blendet den Fensterspieler, sollte da eine AWP stehen. Und hat dadurch auch die Möglichkeit, nochmal den AWP-Spieler down zu machen. Das gleiche geht natürlich auch bei dem Fenster. Dann hüpft die hier so vor. Wenn man die tiefer gegenschmeißt, ist die für Short. Dann flasht man Short ein bisschen mehr. Muss man halt selber wissen, wie man das macht. Das gleiche natürlich auch. Ihr könnt auch die Nade so werfen. Dann blockt ihr euch, wenn ihr hier runter geht, hier unten den Bereich auch ab. Aber der ist halt dann nicht so, die finde ich halt nicht so gut. Das Problem ist halt einfach, dass der Spieler trotzdem dort stehen kann und euch trotzdem hier pieken kann. Die Smoke kann man halt werfen, wenn man irgendwie alleine ist oder so und den Gegner ein bisschen ablenken möchte oder sonst was. Aber sonst einfach flashen, smoken, und ihr habt auf jeden Fall das geschafft. Kommen wir einfach mal zur zweiten Taktik. Hallo und wieder zurück. Die zweite Taktik besteht darin natürlich, dass man wieder die Mitte einnimmt. Mirage, genau wie das 2 Inferno 2000 Maps, wo die Mitte relativ wichtig ist. Das heißt, sollte man die Mitte-Control oder den Mid-Control haben, hat man eigentlich schon die Hälfte des Spiels gewonnen. Wenn man dann noch ein paar Peaks setzt, die gut sind, sprich zum Beispiel hier die AWP hier oben vom Turm runterholen, oder man holt hier einen raus. Für alle, die es nicht wussten, man kann da durchschießen. Und das sollte man sich merken. Ja, kommen wir einfach mal dazu, wie würde ich einen B-Split spielen? Ein B-Split kann man halt selbst sagen, wie man es machen möchte. Man kann zum Beispiel vier Mitte schicken. Man schickt einen B über Apps. Das ist meistens die Bombe. Die spielt sehr, sehr niedrig. Also steht sehr, sehr defensiv. Maximal hier. Auch nicht reingehen etc. Einfach nur warten. Er hat die Bombe. Und wartet darauf, dass seine Mates spielen. Also sprich, ja, ganz normal. Connector zu. Oh Gott, wirklich? Jetzt fliegt die Smoke auch noch da in die Scheißecke. Connector zu smoken, Windows zu smoken. Short einnehmen. Aus Spot gehen. Wichtig, diese Ecken checken.
Hier wird meistens keiner sitzen, wenn man einen schnellen Short Rush spielt. Eher wenn man langsam Aufbau macht, dann sieht man die direkt da stehen. Und da sitzen manchmal auch noch welche. Das heißt, ihr geht einfach wirklich mit, ihr könnt sagen, mit drei Leute Mitte, nehmt die Mitte ein, smoke durch die Bereiche zu und pusht durch. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr hier durchgeht durch Short, dass wenn ihr zum Beispiel eine Smoke reingeworfen habt, ihr immer nochmal nachflasht. Sprich, rennt nicht einfach durch. Der Bereich ist zwar blind, das heißt, es ist gesmoked, aber sagen wir mal so, wenn jemand mir ansagt, es ist ein Short Rush, dann ist es in jeder zweiten Runde, dass ich durch die Smoke jemanden hole. Weil es einfach, du, man visiert einfach auf einem bestimmten Punkt. Wenn ich zum Beispiel hier sitze, weiß ich, dass wenn ich hierhin schieße, auf Kopf bin und in dem Bereich bin. Und deswegen ist es, man klickt dann halt ein bisschen. Oder mit AWP setzt man 7, 8 Schuss rein und meistens kann man dann noch einen töten. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Rush so schnell wie möglich durchgezogen wird. Das heißt, ihr habt diesen Bereich gesmoked. Ihr habt diesen Bereich gesmoked. Ihr flasht in diesem Bereich noch. Oh Gott. Ihr flasht in diesem Bereich nochmal rein. Dann rennt ihr rum, flasht diesen Bereich rein und versucht so schnell wie möglich alle hier durchzukommen. Sodass ihr einfach gar keine Chance habt, dass ihr von hinten einfach gebackstabt wird und ihr einfach down seid. Wichtig ist, solltet ihr mit 4 Leuten hierher gehen, oder auch mit 3 kann man es auch machen, stellt einen Spieler ab. Irgendwo hier als Backstepper, kann sich wegen meiner hier Mini-Window verstecken, kann hier up-aimen, kann jemand wegklicken, wenn hier jemand kommt. Er hört gleichzeitig natürlich auch, ob jemand durchs Window läuft, er hört auch, ob jemand im Kitchen ist. Das heißt, wenn man hier steht, hört man, ob dort jemand im Kitchen ist, im Window ist und in Short ist, Mitte oder Connector. Das hört man alles, wenn man wirklich jemanden hier hinstellt. Wow, Katze, rast mal nicht so aus. Das hört man wirklich, wenn man sich einfach hier hinstellt. Man kann hier gut up-aimen, Position sichern und Short bewachen. Dadurch muss man halt auf dem Spot keinen Short abstellen. Sollte man AWP haben und man sagt, okay, man deckt von B-Apps wegen meiner Short, dann ist das natürlich nicht nötig. Dann kann der AWP-Spieler sicherer von hier stehen, weil man einfach auf Entfernung mehr die Wahrscheinlichkeit hat, dass die AWP gewinnt als ein normaler M4 oder AK-Spieler. Ja, das ist eigentlich auch zu der Taktik. In dem Moment, wo ihr natürlich jetzt hier unten durchpusht und ihr, ich habe es ja eben gezeigt, diese Flash in Short reinwerft hier, sollten sich die beiden oder der Spieler bereit machen, langsam hier vorzugehen. Das heißt, nehmt eure Waffe in die Hand, zielt hier ab, nicht rumdrehen. Weil wenn ihr jetzt das Problem habt, dass zum Beispiel 3 Leute B stacken und ihr zieht mit der Bombe hier rum, ihr werdet getötet, eure Bombe liegt hier, es wird zu 90% kommt ein CT in B-Apps reingerusht, smoke diesen Bereich weg und verkämpft sich und holt dann mindestens noch 2 Leute. Das heißt, ihr dürft mit der Bombe wirklich erst in die Richtung vom Spot gehen. Wenn ihr merkt, dass der Spot einigermaßen sicher ist und auf jeden Fall eure Mates auch durch Short durchrennen wollen, nicht dass sie nochmal zurückrennen oder sonst was. Wenn ihr natürlich zu zweit hier seid, können natürlich der ohne Bombe vorgehen, kann sich seine Bereiche abflashen und durchgehen. Solltet ihr alleine sein, könnt ihr natürlich auch die Bombe sicherheitshalber droppen. Das heißt, droppt sie in Positionen, wo sie nicht sichtbar sind. Hier ist eine dumme Position, ganz, ganz simpel. Warum? Wenn ich als CT-Spieler nur hier abaime, sehe ich die Bombe. Wenn ich als CT-Spieler hier vorbeigehe, sieht man oben auf dem Radar, auch als CT, die Bombe. Sobald sie im Sichtfeld ist, sieht man sie oben aufgeploppt. Deswegen liegt sie immer so, dass sie nicht direkt sichtbar ist, sprich dort in die Ecke. Was man auch gut machen kann, ist hier. Gut, jetzt will sie da nicht reinbuggen. Theoretisch kann man die dann nämlich reinbuggen. Wow, dieser Vorführeffekt. Naja. Wie habe ich denn da immer die Bombe reingebuggt? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall liegt sie halt irgendwo hin, wo man. Das wäre witzig, wenn das gehen würde. Legt sie auf jeden Fall irgendwo hin, wo sie sicher ist. Sie können jetzt zur Not auch da auf das Geländer legen. Das Problem ist halt, wenn ihr sie hier hinlegt, dann hört man meistens den Bombendrop. Das hört man ja und deswegen solltet ihr da ein bisschen aufpassen. Hoffe, es hat euch gefallen. 2 simple Taktiken. Ja, auf B-Side gibt es eigentlich sehr, sehr wenige Taktiken, die nicht standardmäßige Splits oder standardmäßige andere Sachen sind. Hoffe, es hat euch gefallen. Euer Maxo und Jupp, ciao.